Liebe. Die größte Kraft des Seins ist die Liebe. Sie ist Magie, sie ist Zauber. Sie ist die Berührung durch Gottes Atem, der uns segnet und in jedem Moment erfüllt. Die göttliche Quelle erschuf die Drachen vor den Seelen der Menschen, vor Lady Gaia, selbst vor den Engeln. Die Drachen tragen das Feuer der reinen göttlichen Liebe in sich. Sieh dir den rosafarbenen Drachen auf der Karte an. Spüre die Wahrheit in der Tiefe deines Herzens. Halte die Karte an dein Herz und bitte die göttliche Quelle um Segnung, um reine göttliche Liebe. Spüre, wie dich die Magie der tiefen Drachenliebe wie ein rosa leuchtendes Licht umgibt, wie der rosafarbene Drache zum Leben erwacht, um in dir einen Samen setzt, einen Samen, der zu bedingungsloser göttlicher Liebe heranwachsen wird, wenn du es willst. Wer mit göttlicher Liebe erschafft, kann etwas Unvergängliches hervorbringen. Liebe ist Magie und Magie ist Liebe. Wenn ich aus der Tiefe meines Herzens zu dir sage, du bist so wunderschön, dann habe ich dich verzaubert. Und ich habe etwas erschaffen, ein Gefühl in dir, eine Emotion, und diese Emotion schwingt in dir, sie ist unvergänglich. Doch diese Liebe will geteilt werden. Sage auch du etwas Wundervolles zu den Menschen, und wir werden mit der Kraft und der Liebe der Drachen eine Kettenreaktion auslösen, die sich um die ganze Welt fortsetzt und unvergänglich sein wird. Am Ende wird sich all diese Liebe wiederfinden im goldenen Zeitalter und du wirst ihr Schöpfer gewesen sein. Lies diese Karte mehrfach, damit die Essenz der Botschaft tief in dein System eindringt. Dies ist sehr wichtig. Tue es.